Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder ein neues GTA-Video für euch. Und zwar möchte ich euch heute hier in diesem Video einmal zeigen, welche Fahrzeuge wir noch in den nächsten Wochen in GTA Online bekommen werden, beziehungsweise welche dort dann von Rockstar Games zum Kauf freigeschalten werden. Denn auch dieses Mal war es so, dass wir mit dem Arena War DLC wieder mehrere Fahrzeuge heruntergeladen haben, die Rockstar Games dann nach und nach in Form von Dripfeed-Content veröffentlichen wird. Einige davon hat Rockstar Games ja bereits über die Feiertage veröffentlicht und die letzten bzw. die restlichen davon werden wir dann wohl jetzt bald jeden Dienstag neu in GTA Online erhalten. Insgesamt müssten das jetzt noch 6 Autos sein, 3 davon werden wir uns dann auf Legendary Motorsports kaufen können und die restlichen 3 dann auf southsanandreassupercars.com. Ich habe mir diese Autos aber jetzt schon einmal am PC angesehen und ein wenig mit ihnen gespielt, bzw. ich habe diese dann ein wenig am PC gefahren und deshalb kann ich euch heute hier in diesem Video jetzt auch schon Gameplay der neuen Autos einmal zeigen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann vergesst mir auf jeden Fall nicht einen Like da zu lassen und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt einmal mit dem ersten Fahrzeug. Und das machen wir direkt einmal mit dem spektakulärsten Fahrzeug von der Optik her, nämlich dem Prinzip de Veste 8. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Fahrzeug hier an dieser Stelle richtig ausgesprochen. Dieses Fahrzeug ist auf jeden Fall ein Supersportwagen, wie wir ja eh ohnehin hier bereits sehen können, und diesen Supersportwagen können wir uns auf Legendary Motorsports für 1.795.000 GTA-Dollar kaufen. Irgendwie wundert es mich, dass dieses Auto nur ca. 1,8 Millionen GTA-Dollar kosten wird, denn gleich wird auf jeden Fall noch ein weiteres Fahrzeug kommen, welches fast genauso viel kosten wird wie dieser Supersportwagen hier, und deshalb frage ich mich, wer bei Rockstar Games eigentlich die Preise macht oder ob die da irgendwie so ein Glücksrad haben, wo dann irgendwie dort der Preis ermittelt wird und dort, wo halt dann das Rad stehen bleibt, diesen Preis bekommt dann irgendwie ein neues Auto, welches sie in GTA Online veröffentlichen oder so. Jedenfalls basiert der de Veste 8 im richtigen Leben auf dem Devil 16. Optisch finde ich das Auto auf jeden Fall extrem nice, besonders seinen Auspuff, und deshalb freue ich mich auf jeden Fall auch schon riesig auf dieses Auto und ich hoffe einfach mal, dass dieses Auto auch richtig gut werden wird und dass man dieses Auto auf jeden Fall auch wirklich richtig gut fahren kann und dass man dieses Auto dann auch in Rennen und so weiter verwenden kann. Machen wir aber mal weiter mit dem nächsten Auto, und zwar handelt es sich hierbei um den Benefactor Schlagen GT. Dieses Auto ist ein wunderschöner Sportwagen, den wir uns ebenfalls auf Legendary Motorsports für 1.300.000 GTA-Dollar kaufen können. Im richtigen Leben basiert der Benefactor Schlagen GT auf dem Mercedes AMG GT, was man auch extrem gut erkennen kann. Dieses Auto haben sich auf jeden Fall extrem viele Spieler gewünscht und hier ist Rockstar Games wirklich mal auf die Community eingegangen und so haben sie jetzt dieses Auto hier auch mit ins Spiel aufgenommen. Ich liebe dieses Auto hier auf jeden Fall jetzt schon und freue mich riesig drauf, wenn dieses Auto endlich in GTA Online erscheinen wird. Das nächste Auto ist dann der Schister die Wand. Ich hoffe, ich habe auch diesen Namen hier an dieser Stelle richtig ausgesprochen und wenn nicht, dann nimmt mir das bitte nicht übel, Freunde. Und bei diesem Auto handelt es sich auf jeden Fall um das letzte Fahrzeug, welches wir uns auf Legendary Motorsports kaufen können. Dort wird uns dieses Muscle Car dann auf jeden Fall 512.000 GTA-Dollar kosten. Im richtigen Leben basiert dieses Auto auf jeden Fall auf den AMX Defiant aus dem Jahre 1972 und ich glaube, bei diesem Namen hier handelt es sich sowieso schon um so ein kleines Easter Egg an dieses Auto. Optisch sieht er auf jeden Fall richtig nice aus, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich nicht wirklich auf dieses Auto hier freue, da ich eh kaum mit Muscle Cars in GTA Online rumfahre und deshalb kommen wir direkt auch einmal schon zum nächsten Auto. Und zwar handelt es sich hierbei um den D-Class Tulip, den wir uns dann auf southsanandreassupercars.com für 718.000 GTA-Dollar kaufen können. Der D-Class Tulip ist ebenfalls ein Muscle Car und im richtigen Leben basiert er auf dem Chevrolet Malibu aus dem Jahre 1972. Beim nächsten Auto handelt es sich dann ebenfalls um ein Auto der Marke D-Klasse und zwar um den D-Klasse Vamos, ebenfalls ein Muscle Car und auch dieses finden wir auf southsanandreassupercars.com und dort kostet uns dieses Muscle Car dann 596.000 GTA-Dollar. Auf jeden Fall basiert der Vamos im richtigen Leben dann auf dem Chevrolet Nova.
Aber nun gut, Freunde, kommen wir jetzt einmal zum letzten unveröffentlichten Fahrzeug, nämlich dem RC Bandito. Und hier frage ich mich ganz ehrlich, was muss sich Rockstar Games hierbei gedacht haben? Denn dieses kleine ferngesteuerte Spielzeugauto wird uns 1.590.000 GTA-Dollar kosten. Klar, wir kennen alle dieses Auto mittlerweile hier, denn wir können mit diesem Auto hier schon in der Arena bei den Arena Wars rumfahren, beziehungsweise wir können es aus der Loge heraus fernsteuern, um andere Spieler damit auszuschalten. Aber wieso wird es dieses Auto zum Kauf geben? Vor allem, der Preis ist meiner Meinung nach eine echte Frechheit, denn dieses Auto kostet mehr als die meisten Supersportwagen in GTA Online. Ich meine, gebt euch mal, dieses Auto kostet 1,6 Millionen GTA-Dollar aufgerundet und der Edda, der lange Zeit das teuerste bzw. der teuerste Supersportwagen in GTA Online war, kostet dagegen nur 1 Million GTA-Dollar. Aber gut, dieses Fahrzeug können wir uns dann auch nur kaufen, wenn wir bereits eine eigene Arena-Werkstatt besitzen und dort hat es dann in der Tuning-Werkstatt auch einen extra Stellplatz, so dass wir dieses Fahrzeug halt nicht in den anderen normalen Garagen abspeichern können. Außerdem wird es auch über unzählige Tuning-Optionen verfügen, denn wir können ihn entweder zu einem Pickup, zu einem Van oder sogar zu einem Trophy-Truck modifizieren. Außerdem verfügt er auch über zahlreiche Designs, wo ich mich ganz ehrlich fragen muss, warum Rockstar Games? Was ich aber extrem lustig finde, ist, dass dieses Auto noch voller Fehler ist, denn unser normaler GTA Online-Charakter kann ganz einfach in dieses kleine Mini-Auto einsteigen, als wäre es ein ganz normales Auto und das sieht einfach nur richtig krank aus. Aber schaut euch das Ganze einfach selber an, Freunde. So, Freunde, das waren jetzt nun aber auch schon alle Fahrzeuge aus dem Arena War DLC, die wir bald neu in GTA Online bekommen werden. Und deshalb würde ich mal sagen, dass ich jetzt an dieser Stelle mal so langsam raus bin. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren. Denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.